Ja, grundsätzlich, dass wir natürlich gewonnen haben, beide Spiele gewonnen haben. Die Art und Weise der Spiele war natürlich schon so, dass wir uns in die Position gebracht haben, dass wir auch gegen die Top-Gegner gewinnen können. Das liegt, du siehst es an den kleinen Dingen vielleicht, an den Zweikämpfen, an den Reaktionen untereinander. Natürlich muss man auch sagen, wir hatten so ein bisschen ein Quäntchen mehr Spielglück auch auf unserer Seite. Du gehst in Frankreich gleich in Führung. Dann hast du gleich das Gefühl, hey, das hat sich gelohnt, was wir hier die ganze Woche versucht haben, uns einzuimpfen. Und auch heute kommen wir trotz Fehler, eigenem Fehler, dann auch wieder zurück, relativ frühzeitig, sodass gar nicht diese lange Phase in so einem Spiel beginnt, wo dann dein Kopf arbeitet und sagt, oh, jetzt geht es schon wieder in die falsche Richtung. Und ja, da wollen wir drauf aufbauen von der Art und Weise. Ich glaube, man sieht allen Spielern an, gerade gegen Frankreich war das Spiel ja so ein bisschen dynamischer. Weil heute war es schon so, dass beide Mannschaften auch immer eher im tiefen Block verteidigt haben, als jetzt irgendwie vorne drauf gegangen sind. Dass unsere Zauberer Flo und Jamal, die gegen Frankreich auch super zurückgearbeitet haben. Ja, heute ist er umgefallen, ne? Habt ihr gesehen? Ist er umgefallen gegen mich da im Mittelfeld und kriegt er da so einen Freistoß geschenkt. Das war Wahnsinn. Flo ist ja auch mit Kopf. Ja, das stimmt. Ja. Jamal hat gesagt, der Spaß ist wieder da. Ist es ja, wenn man so gewinnt. Einfach? Nee, wenn man gewinnt. Also es ist schon so, wenn du gewinnst, ist der Spaß da. Ich hatte so den Eindruck, auch in den letzten Jahren war es immer so, wenn wir uns getroffen haben, dann war bis zum ersten Spiel der Spaß auch einigermaßen da. Aber dann muss es halt auch zünden, damit es dann auch nachhaltig Spaß macht. Thomas, aber heute muss die Mannschaft ja auch gegen Widrigkeiten ankämpfen. 0-1 Rückstand, absolut. Alles nicht leicht gefallen, aber trotzdem kann man sagen, dass die Griffigkeit, die Galligkeit auch ein Stück weit wieder zurück ist? Absolut, und wir sind, muss man auch sagen, das, was sich natürlich alle Trainer immer wünschen, wir sind auch von außen nochmal gut reingekommen. Also wir haben dann schon in der letzten Viertelstunde nochmal fast die klareren Torchancen dann gehabt, als vielleicht im Verlauf des Spiels, haben da auch von außen nochmal Energie bekommen, auch die beiden Außenverteidiger, die kamen, haben nochmal wichtige Zweikämpfe gewonnen. Und so stellt sich der Trainer natürlich das vor und wir uns als Team das auch. Und ja, wir sind froh, glücklich, aber wir bleiben demütig, wissen aber, und das ist das Schöne, das hat es bestätigt eben, das, was man ja grundsätzlich immer so im Raum gespürt hat, dass man ja eigentlich das Potenzial zu einer tollen Fußballnation hat. Und jetzt haben wir zumindest diese Hoffnung auch wieder ein Stück weit genährt. Und jetzt müssen wir nur noch die Basisarbeit weiter verfolgen, sodass wir dann auch eben gut durch die Vorrunde kommen. Eine bunte Frage muss vielleicht noch kurz erlaubt sein. Am Videowürfel war zu sehen vor Anpfiff, dass Sie sehr inbrünstig Major Tom gesungen haben. So, war textsicher, ja. Ne? Absolut, das ist ja auch ein super Lied da zum Mitgrölen, selbst wenn man keinen Sitzen hat. Aber wenn dann wäre es noch besser. Aber kam nicht, ne? Beim Tor habe ich schon mitbekommen. Beim ersten Jahr? Beim ersten schon? Ja, beim zweiten. Müssen wir noch dran arbeiten.